Die Initiative München ist gestartet, weil ein sehr, den ich namentlich hier benennen möchte, engagierter Mitarbeiter der Heimaufsicht der Stadt München, Herr Erling, bei der Situation, als der Werdenfelser Weg in München gestartet ist, immer wieder wie ein Rufer in der Wüste dastand und gesagt hat, ja, aber Frau Silberzweig, wir haben auch das Problem der Medikamente. Das hat er ungefähr im 3-Monats-Rhythmus bei mir wiederholt, bis ich irgendwann mal in die Knie gegangen bin und gesagt habe, so, jetzt läuft der Werdenfelser Weg, gucken wir uns das nächste Thema an. Der Herr Erling ist leider mittlerweile nicht mehr in München, aber die Mitarbeiter der Heimaufsicht dennoch sehr, sehr engagiert. Auf dieser Veranstaltung vor 2 Jahren habe ich die Frau Dr. Ranzio kennengelernt und habe sie mir, das muss ich zu meiner Schande gestehen, sofort getascht, habe sie überzogen mit diesem Thema und sie war sofort Feuer und Flamme. Damit hatte ich meinen ersten Arbeitsgemeinschaftsmitglied in Boot, habe dann ganz dreist beim Bayerischen Hausärzteverband angerufen, weil ich gemeint habe, ohne die Ärzte geht gar nichts. Warum die Hausärzte? In der Regel haben wir in München wenig Neurologen und Psychiater, die in die Heime gehen, sondern in der Regel sehr viele Hausärzte, die die Verordnungen treffen. Und dadurch, dass die Hausärzte die Verordnungen treffen, die dann auch weiter verordnen, nachdem Betroffene in Krankenhäusern oder von Spezialisten, die Neuroleptika bekommen haben oder Psychopharmaka bekommen haben, brauche ich vor allen Dingen die Hausärzte im Boot. Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat sich dann auch gemeldet, kam von sich aus auf mich zu, und das Staatsministerium der Justiz hat erfreut ihr seine Unterstützung zugesagt und mich auch wesentlich unterstützt. Die Betreuungsstellen der Stadt und des Landkreises München waren auch gleich mit dabei und die Heimaufsicht hatte mich eh schon sozusagen angestiftet. Ausgangspunkt war eine Untersuchung der Fachstelle für Qualitätssicherung in der Altenpflege, also der Heimaufsicht in München. Eine Erhebung im Jahr, zwischen dem Jahr 1.6.10 bis 30.6.11 in 51 Einrichtungen in München. 6.394 Bewohnerinnen und Bewohner sind befragt und deren Fälle untersucht worden. Dabei ist festgestellt worden, dass 51,28% der Bewohner mit Psychopharmaka mit beruhigender oder sedierender Wirkung bzw. Nebenwirkung behandelt werden, als Dauermedikation oder als Bedarfsmedikation. Die Indikationen für Bedarfsgaben bei Psychopharmaka waren vor allen Dingen Unruhe. Dabei allgemeine Unruhe, nächtliche Unruhe, verbale Unruhe, psychomotorische Unruhe, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Unruhen gibt, starke Unruhe, Schlafstörungen und Agitiertheit. Daneben gab es aber auch noch die sonstigen Indikationen, wo zum Beispiel Weglauftendenzen standen. Die Juristen hier im Raum oder auch die Betreuer, die sich damit beschäftigt haben, alle, die sich damit beschäftigt haben, werden wissen, dass Indikationen wie Weglauftendenzen ganz klarer Hinweis auf eine sedierende Medikation im Rahmen der Genehmigungspflicht, das ist in § 1906 Absatz 4, sind. Was ich aber auch sehr spannend fand, war Grübeln. Wenn ich hier in die Gesichter sehe, gehören sie alle medikamentiert. Massive Gegenwehr. Erregung habe ich heute auch in dem Raum schon deutlich erlebt. Verwirrtheit, Selbstgespräche. Mein Sohn sagt immer zu mir, Mama, du darfst dich nicht immer, wenn du an die Kasse gehst, mit dir selber unterhalten. Das ist peinlich. Dieser Punkt ist eingeführt worden in die Merkblätter und wir haben unsere Sachverständigen darauf hingewiesen, dass wir gerne eine ausführliche Medikamentenauflistung hätten, eine Darstellung, wofür die Medikamente gegeben werden und ob Ihrer Ansicht nach die Medikamente eine in Anführungsstrichen Begründung, denen eine Indikation zugrunde liegt. Das war ein Teil. Natürlich haben wir nicht immer ein Gutachten, sondern wir haben auch Atteste, die wir versenden. In den Attesten haben wir genauso diesen Punkt mit eingeführt, sodass auch der Hausarzt, der uns einen Attest stellt, oder der behandelnde Arzt, der uns einen Attest stellt, auf diesen Punkt mit eingehen sollte. Das ist bisher, muss ich sagen, aus der Praxis
unser spitzestes Schwert. Vor allen Dingen in den Gutachten bekomme ich sehr schön dargestellt, welche Medikamente gegeben werden und kann dann als nächsten Schritt, wenn ich der Ansicht bin, beziehungsweise der Gutachter dazu kommt, dass Medikamente gegeben werden, die nicht gegeben werden sollten. Und wir sind hier nicht im Bereich der freiheitsentziehenden Maßnahmen. Ich kann einen Hinweis geben bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen und ein komplettes Genehmigungsverfahren durchführen. Aber meiner Ansicht nach greift der Bereich der freiheitsentziehenden Maßnahmen allein so eng, wie er ist und so schwierig, wie die Indikation und die Abwägung zu treffen ist, viel zu kurz. Ich weise also darauf hin, dass hier eine Medikamentierung gegeben wird, die nicht ganz erklärlich ist, und bitte den Betreuer, mir mitzuteilen, warum die Medikamentierung seiner Ansicht nach doch gegeben werden muss, ohne Hintergrundinformationen zu geben, sie überprüfen zu lassen und Ähnliches. Sollte ich in der gesetzten Frist keinerlei Rückmeldung bekommen, nehme ich mir das Recht heraus, dieses Verfahren der Betreuungsbehörde zu schicken und die Betreuungsbehörde zu bitten, die Eignung des Betreuers im Bereich Gesundheitsfürsorge zu überprüfen. Denn hinsichtlich der Medikamentierung gibt es keine Rubrik. Bei der Gesundheitsfürsorge müssen die Berufsbetreuer ein bisschen was schreiben. Die ehrenamtlichen Betreuer schreiben noch in die Übersicht, welcher behandelnde Arzt da ist, aber über die Medikamentierung erfahren wir nichts. Das, was in Amerika nicht möglich ist, könnten wir auch nicht möglich machen. Aber jetzt heule ich mit den Wölfen. Unsere Rechtspfleger haben schon jetzt Notstand angezeigt im Ministerium. Und wenn ich denen jetzt damit kommen würde, dann könnte ich nicht mehr nur noch nicht in die Altenheime, sondern ich könnte auch nicht mehr in mein eigenes Gericht kommen. Ich danke Ihnen.